Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Singularity für den PC. Im letzten Part haben wir uns weiter auf dem Weg Richtung Kocher begeben. Und genau dahin wollen wir auch weiter. Entschuldigung. Vielleicht. So, Nummer 2, dann nochmal einen mit hin, okay, die sind erledigt, dann will ich jetzt den auf jeden Fall noch ausschalten. Oh, da hinten ist noch so ein Viech, na Mensch. Na Mensch, die wollen wir doch auch noch erledigen. So. Na komm. Okay. Whoops. Der ist weg. Dann haben wir da hinten noch einen. Noch zwei sogar. Wow. So viele Mistviecher. Okay. Muss ich die eventuell gar nicht zerstören, hä? Na gut, na gut. Meinetwegen. Wow. Wo kamen die gerade her? Von da. Mistkerl. Mistkerl, Drecksack, ich mag dich nicht. So. Wenn wir hier hinten stehen, sollten die da hinten, sollten die Viecher uns auch nicht erreichen. Von daher müsste ich hier eigentlich safe sein. Denke ich. Denke ich zumindest. So, sicherheitshalber doch mal reparieren. Falls von da noch irgendwas kommt. Oh, und ich sehe gerade, wie wenig Leben ich noch habe. Das ist schlecht. So. Okay, aber hier werden wir dann jetzt auch durch. Perfekt. So, und ach komm. Statt dem Granatwerfer nehmen wir mal die Nagelkanone. Gucken wir uns die auch mal an. Warum nicht? So. Okay. Dann werden wir jetzt hier. Sie müssten innerhalb der Anlage sein. Hier wurde so viel E99 verarbeitet, dass von selbst Zeitrisse entstehen. Okay, von selbst Zeitrisse, ne? Kehren Sie so schnell es geht nach 1955 zurück. Okay. So, erstmal hier das Ding öffnen. Gut. Haben wir hier noch Technologie? Ja, meinetwegen. Ach, Quatsch. Falsche Taste. Falsche Taste. So, wir haben einen Punkt, ja hier, stecken wir den mal hier in den Schaden rein, von der Nagelkanone, wenn wir die jetzt eh schon dabei haben, dann kann man die auch mal nutzen, ne? So. Okay. Wow. Mistviecher. Okay, ich habe leider noch nicht ganz verstanden, wie die Nagelkanone funktioniert.
Aber gut. Öffne mich hier mal die Tür, bitte. Dankeschön. Sie sind weit genug drin. Sie müssten bereits einen Riss sehen. So, wir müssten bereits einen Riss sehen. Aktivierungscode zum Laden der E99-Bombe zu finden. Dr. Petrov bewahrt ihn in seinem Büro auf. Okay. Ich wünschte, es gäbe einen einfacheren Weg, Captain. Nun denn. Da oben sehen wir auf jeden Fall den Riss. Da müssen wir hin. Irgendwie. Na, schauen wir mal. So, okay. Hier haben wir einen Aufzug. Aufzug ist ja schon mal gar keine so schlechte Idee. Das ist ja schon mal soweit ganz sinnvoll. So. Okay, und hier sind wir jetzt auch am Riss. Können durch. Und können uns hier dann um die Codes kümmern. Beziehungsweise um den Code kümmern, den wir brauchen. So, gucken wir doch mal. Wahrscheinlich hier durch. So, hier haben wir ein Klo mit nichts Interessantem. Na gut. Aha, eine Notiz. Der Kocher, was für eine primitive Bezeichnung für ein so unglaubliches Gerät. Es war schwierig, die E99-Isotope zu isolieren, aber die Mühe hat sich gelohnt. Es ist, als hätte jeden Tag jemand anderes einen neuen Verwendungszweck dafür. Viele davon scheitern. Einige so fürchterlich, dass Moskau nie davon erfahren wird. Aber das ist besser so. Dort kann keiner nur annähernd verstehen, was wir hier machen. Notiz, Dr. Barisov fragen, ob er bei seinem Experiment immer noch Probleme mit den elektromagnetischen Messwerten hat. Ich verstehe nur nicht, wie er so hohe Werte ohne etwas so Großes wie den Kocher kriegen kann. Dr. Petrov. Okay. Yay, ein Bunsenbrenner. Entschuldigung. Das Scope bringt uns nichts weiter an Infos. Nö. Ja, das Stimpack nehmen wir mal mit. Okay, und dann wollen wir hier einmal nach unten fahren. Ne, nach oben? Okay, nach oben. Meinetwegen auch nach oben. Pfe. Genau. Hallo. Und tschüss. Hey. So. Und tschüss, habe ich gesagt. Das galt für euch beide. Mann. So, brauchen wir nicht. Okay. Hier sollen wir durch. Meinetwegen. Hey. Technologie. Oh Gott, Sie sind es, der Mann, der Dr. Demichev töten wollte. Er sagte, Sie würden wiederkommen. Sicherheit, der Attentäter ist in meinem Labor. Hallo. Na? Na, ihr? Alle Sicherheitsteams im Bereich 6 zimmern. Oh, da ist noch einer. Na gut. Oh, komm schon. Hallo? Ich will mich bewegen können? Danke. So. Meinetwegen. Ach Quatsch. Den wollte ich. Und dann hier ein Medpack noch mitnehmen. So, nachladen können wir auch noch. So, komm mal her. Sicherheitsteams bei Sektor D6.
Scheiße, oh, die Granate ist echt spät explodiert. Mensch. Naja. Egal. Dann ist es so. Mistkerl. Wow. Das war ein harter Treffer. Sowas mag ich ja gar nicht. Naja. Egal. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ein Stimpack, das wir nicht brauchen? Nö. Gut. Na denn. Na denn. Achso, der hatte eine Schrotflinte. Ja, gut. Dann wundert mich nicht, dass der so einen harten Treffer gelandet hat. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Sicherheitsteams bei Sektor D6 sammeln. Alle Bereiche müssen sofort mit den Abriegelungsprozeduren starten. Sicherheitsteams bei Sektor D6 sammeln. Wir haben Sicherheitsstufe. Hm. Du guckst in die falsche Richtung. So, und hier habe ich den High Ground. Da war recht unwahrscheinlich, dass ich den Kampf verliere. Müssen wir hier lang? Wir müssen hier lang. Okay. Das heißt, wenn wir hier lang müssen, will ich mal kurz in die andere Richtung schauen. Ob wir hier noch irgendwelche Secrets finden. Nö. Na gut, dann nicht. Dann nicht. So. Mann, 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 dass die alle denken, die könnten mir irgendwas, ne? Tch. Was bist du für eine Lebensform, ey? Zuerst war ich besorgt, für die Obersten auf Katorga an diesen Nebenprojekten arbeiten zu müssen. Aber die Ergebnisse sind einfach unglaublich. Es ist eine natürliche Fauna, die auf der Insel auftauchte. Wir gaben ihr nur einen Schubs. Dr. Petrov. Aha. Ja gut. Ja gut, ne? Grundlegend ganz falsch ist es nicht. Es ist soweit. Der einzige Weg, weitere Forschungsmittel für das beschleunigte Pflanzenwachstum zu bekommen, ist die Arbeit an diesen Dingern. Sicher, sie haben sich als nützlich erwiesen, das Ungeziefer von den Feldern fernzuhalten. Dr. Petrov. Aha. Ach, die Teile. Yo. Yo. Okay, na denn. Gib mir Munition. Ja, komm, das Stimpack nehmen wir auch noch mal mit. Na komm. Geht doch. Und sobald du davor schaust, bist du auch tot. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die haben wir erledigt. Hier noch irgendwas an Valkyrie-Munition? Nein. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Fahrstuhl, mal wieder. Hey. So viele Fahrstuhlfahrten. Naja. Ist halt so. So. Wahrscheinlich muss ich da lang. Das heißt, ich gucke einmal hier hin. Ob hier noch irgendwo Technologie liegt. Nö. Gut. Dann gehen wir wirklich hier lang. Man muss hier auf Nummer sicher gehen, ne? So. Okay, hier ist auch nichts weiter Interessantes. Nee. Nee, 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 nee. Okay, einfach hier durch. Moment, Sie können einen Handel machen. Bitte, nehmen Sie, was Sie wollen. Nur töten Sie mich nicht. Ich habe Familie. Ist jetzt die Frage, muss ich ihn töten? Hm. Ist jetzt die Frage, ne? So ein bisschen. Was haben wir hier?
Die letzte Ernte liefert weiterhin positive Ergebnisse. Mit der aktuellen Wachstumsrate werden wir die Erträge von Moskau weit hinter uns lassen. Was die Schule betrifft, die Kinder reagieren gut. Die Eltern fangen an zu fragen, wieso wir mit dem Essen so streng sind. Aber sie können natürlich nicht wissen, wie viel Glück ihre Kinder in Wahrheit haben. Naja, ob man das jetzt Glück nennen kann, ich weiß ja nicht. So, ja komm. Geh mal auf. Können wir hier gerade noch irgendwas machen? Irgendwas halbwegs Sinnvolles? Hey, wir können Waffen-Upgrades kaufen. Ja, machen wir das. Machen wir das. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr mit lang. Ha, habe ich es verkackt? Ah ne, hier ist der Aktivierungscode. Sehr schön. Okay. Na denn. Alle direkt hintereinander stehen, ne? Damit ich auch gar nicht großartig zielen muss, sondern einfach Waffe in einer Position halten und abdrücken, um alle zu erwischen. Naja. So. Dann wollen wir doch mal die Bombe aufladen. Und wahrscheinlich in der Zwischenzeit alle Gegner, die angestürmt kommen, erledigen. Nee? Na dann. Eben nicht. War ja nur eine Vermutung. Die Anlage ist sofort zu evakuieren. So. Na dann. Zurück da drüben zum Riss. So, fahr mich hoch. Ich muss doch nur noch zum Riss. Beladung in 10-30 Sekunden. Okay. Explosivsystemausfall steht bevor. Jo, das sieht jetzt hier ein bisschen anders aus als gerade eben noch. Na gut, na gut. Wo muss ich lang? Hier runter? Okay. Hier runter, meinetwegen. Huiuiuiuiui. Ach so, hier lang. Natürlich. Gut. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Sie leben und die Bombe ist voll geladen. Natürlich. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen sofort zum Reaktor. Auf zur Bahn. Sie wird uns zum Singularitätsturm bringen. Okay. Nehmen Sie hier, was Sie brauchen. Und dann los. Jo. Das machen wir. So, hier. Wir müssen wirklich los. Magazinerweiterung mal noch. Und für die Nagelkanone nehmen wir mal noch die Magazinerweiterung. Falls ich sie nochmal nutzen sollte. Okay, na dann. Dann wollen wir doch mal, ne? Wir sind fast bei der Singularität. Demitschew glaubt, das ZMG, das sie tragen, kann eingesetzt werden, um sie einzudämmen. Er irrt sich. Wie kann Demitschew nur glauben, so etwas könnte man kontrollieren? Wir müssen dorthin, ehe Demitschew uns stoppen kann. Okay. Grenade, give
Wegen der Singularität ist dieses Gebiet das Zentrum der Zeitstörung. Wir müssen vorsichtig sein. Die Energiewellen bewirken offenbar, dass 1955 in die Gegenwart sickert. Nicht gut. Nicht gut. Aber okay. Hey, ich muss mich selber reparieren. Das ist schön. Diese Störungen sehen aus, als würden sie den eigentlichen Zeitfluss ändern. So, ein bisschen Munition mitnehmen. So, bei wie viel sind wir gerade? Knappe 3000. Reicht also noch nicht für ein weiteres Waffenupgrade. Was war das? Seien Sie vorsichtig, Captain. Dieser Mutant sieht irgendwie anders aus. Hat die Zeit diese Kreaturen etwa noch mehr verändert? Tja, das ist jetzt die Frage, ne? Ach, das ist das Viech. Oder so ein Viech. Es ist unglaublich. Na, wo ist er jetzt? Da ist er, Mistviech. Wow, ey. Wie ich das Ding hasse, ne? Zum Glück ist das erst der zweite, gegen den wir kämpfen müssen. Wenn es die Teile häufiger gäbe, dann würde ich ein bisschen ausrasten. So. Aber so zwei im gesamten Spielverlauf bisher ist okay. Damit kann ich leben. So, der ist tot. Sehr schön. Sehr gut. So, dann wollen wir mal hier noch ein bisschen heilen und ne, Medpacks mitnehmen. Gut. Und dann wollen wir hier hoch, wie es aussieht. Jo. Das mag so sein, ne? Ich würde aber sagen, wir beenden hier die Folge erstmal und gehen dann beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.